Servus YouTube, hier sind wir heute am Audi A3 vom Georg. Wie wir im Livestream gesehen haben, ist hier der Bremssattel fest gewesen. Den müssen wir heute austauschen. Wir werden jetzt anfangen, die Anlage hier zu zerlegen. Man sieht hier leider auch an den Riefen, dass es ein bisschen festgefahren wurde. Wir möchten es heute ausbauen und würden euch mitnehmen. Wir sind live auf Twitch und möchten euch die Reparatur aber trotzdem zeigen. Und wir fangen jetzt hier mit dem Ausbau vom Bremssattel an. Also wir schmieren uns das jetzt erstmal hier ein bisschen ein. Das ist jetzt hier, genau, das ist die Bremsleitung, ne, wie man sieht, auch mit lackiert, damit es versiegelt ist. Und wenn wir das hier aufschrauben, meistens reißen sie hier ab bei diesen Verbindungsstücken hier, ne, hier oben und unten. Und deshalb haben wir die jetzt auch mal mit. Vielleicht haben wir Glück, wenn sie passt, dann lassen wir die drinnen, würde ich sagen. Oder willst du sie auf jeden Fall tauschen? Nee, ich habe sie nur sicherheitshalber gekauft. Also die brauchen wir immer wieder. Das ist ja nicht nur beim A3, die haben wir ja in vielen Autos. Ne. Ja. Was ist das, 10er oder 9er? Ich denke, dass es 10er ist. Okay. Warte ganz kurz, ich versuche mal ein bisschen noch. Genau, jetzt sieht man es besser. Gut, versuch die mal aufzumachen. Ach, du hast diese. Wieder ein bisschen eng, hä? Ne, ist 11. Okay. Ne, geht. Geht gut. Hier okay. Geht's. Und dann haben wir uns gleich noch was drunter dann, damit wir die Bremse. Und Bremssattel. Geht auch, geht auch. Ja, aber weil es lackiert war. Was lackiert war, ja. Sonst in Rot. Ja. Wenn es blau lackiert gewesen wäre, hätte es nicht funktioniert. So, ich drehe mit dir. Ja, das ist das. Servus, das. Das, wie geht's dir? Klar wollen wir das. Tierpack will sehen. Der ist immer dabei. Sehr schön. So, ich mache mir den wegen locker. Also nochmal zur Information. Das feste Internet bei uns kommt am 8.8. Wir hatten leider das Problem, dass wir den Hausanschluss nicht gefunden haben, den wir jetzt mittlerweile gefunden haben. Das heißt, am 8.8. kommt der Techniker nochmal. Internet ist kein Problem, kriegen wir auf jeden Fall rein. Das ist soweit schon mal safe. Nur konnten wir es jetzt leider am Donnerstag nicht freischalten, aber ist wurscht. Nächste Woche können wir eh nicht streamen, weil da bin ich im Urlaub, wie gesagt. Aber dann der nächste Stream, also nicht morgen, sondern der nächste Stream auf Twitch, der wird dann schon im festen Internet sein, auch mit ganz anderen Stream-Einstellungen. Da nochmal danke an den Silence, der mir da geholfen hat. Jo, danke an die Community. Und das wird dann sehr schön laufen. Ich hoffe, dass es heute auch gut läuft. Ich habe es ein bisschen umgestellt, dass wir keine Probleme haben. So. Einmal haben wir uns drunter gestellt, dass die Flüssigkeit aufgefangen wird. Und du machst jetzt die Leitung runter. Ne? Die Spange. Genau, erstmal die Spange. Also die Spange hält halt den Bremsschlauch oben, dass man den raus und reinziehen kann. Passt. Ja. So, jetzt können wir anfangen, den Bremssattel. Willst du nicht? Achso, ja, wobei. Ja, jetzt auch die Leitung erst. Achso, eigentlich brauchst du die Leitung ja oben gar nicht abmachen, ne? Hättest du ja dran lassen können oben jetzt. Ja, ich habe es ja trotzdem mal geschaut. Ja, ja, aber ich sag nur, aber die muss man jetzt gar nicht komplett ausbauen. Wir müssen ja ein bisschen bewegen. Oh, wir haben was, ein Alarm haben wir bekommen. Wir haben ein Follow bekommen von Sascha. Danke dir, Sascha, für den Follow. Ja, das, also mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Ja, sagt er nichts. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut. Das, du hast ja ein bisschen Probleme. Ja, wenn man griechisch isst, dann muss man mal wegen aufpassen. Mit den Griechen, ja. Mit Griechen muss man aufpassen. Was gab es überhaupt Gutes? Gyros. Ja, toll, kann schon sein. Ha? Kann schon sein. Gut, man sieht noch alles, das ist gut. Sieht man das? Ja. Noch total platt. Metaxa-Schnitzel. Oh. Gibt's doch nicht. Ja, wir haben, warum sollen wir nur das Pech haben? Dürfen andere auch mal ein bisschen Pech haben? Na. Boah, ich habe heute wieder lecker Sachen gekauft für meinen Georg. Hier ein bisschen Baklava. Die Mischtüte. Alles dabei heute. Hat er richtig was Geiles. Ein bisschen mit Kopf rüber, genau. Ja, ist ein bisschen schwierig zum Filmen, so die Ecke da. Wieder auf, weil die so kurz sind, ne, die Schaltschrauben. Soll ich dir den anderen geben, den Kreis, ja, ja. Weil der ist nämlich ein bisschen flacher, der geht da besser drauf. Den habe ich letzte Woche auch benutzt. Du hast eh neue Schrauben dabei, oder?
Lass mal einen Chef dran da. Schauen wir mal. Okay, die sind echt kurz. Ein bisschen anlösen. Ah ne, warte mal. Genau. Doch. Aber ich habe es auch festgemacht. Kein Problem. Jetzt läuft da die Bremse nicht rein. Aua, mein Finger jetzt nicht. Oh. Machen wir oben die Schraube nochmal rein. Sonst wird das nichts hier. Na. Oh, der ist jetzt schon so locker. Arsch ist da ein Zug drauf. Jetzt hat. So. Jetzt mal locker machen wir den Scheiß. Boah. Da ist schon Gewalt drauf, ne? Jetzt hat es locker. Machen wir den 15er drauf. Jetzt hat komm. Ja, der ist besser, der Schlüssel. Der andere, der ist ein bisschen, glaube ich, der hat nicht so eine gute Auflagefläche. Ja, ja. Der ist schön abgekantet, keine Ahnung. Ja, weil der flach ist. Der andere ist mehr so rund gemacht. Ja, ja. So runde Zähne. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht beim Mikrofon die Bremsanlage geballert. Sieht man alles so, oder? Ja. Ich habe heute auch die Gasdruckfedern von meinem Auto gewechselt, die zeige ich euch dann gleich mal. Und der Heckklappe, die waren nicht mehr so geil. Gut. Ups. Ach, Sicherheitsschuhe an heute. Ja, wieder. Ja, ich habe wieder Sicherheitsschuhe an. Das ist gut, das ist wichtig. Ich habe nicht gespürt, dass du drauf getreten bist. Hast du nicht gemerkt, oder? Dass ich jetzt mit meinen 186 Kilo auf deinen Fuß gestanden bin. Patrick, ich würde jetzt das Bremspedal drücken, damit wir verhindern, dass weiter noch Bremsflüssigkeit runterfließt. Weil wenn du das Bremspedal drückst, hört es auf. Meinst festhalten, ja. Das kannst du da festhalten. Kannst du es ja blockieren. Genau. Dann nehmen wir unser Teleskop. Dann gehe ich mal kurz mit. Kann euch mal meine geilen Gasdruckfedern zeigen in der Zwischenzeit. Also wir fahren das Auto nochmal runter und machen uns das Bremspedal fest. In der Zwischenzeit. Und mal stelle ich mal kurz dahin. Das hätten wir auch vorher machen können, gell? Aber hast du denn dran gedacht? Ja, so, also komm mal schön. Wie schaut es hier aus? Also, seid froh, dass ihr dann nur einmal im Jahr habt. Ach so, du meinst das, ja. Zwei neue Salak. Ja, ich zeige euch das gleich mal. So flach wie Georg sein Bauch. Ja, meiner ist ein bisschen nicht so flach. Also hier, wenn ihr mal sehen wollt, Luxus. Luxus Heckklappen Stoßdämpfer. Sehr geil, oder? Also, auch wenn die so scheiße aussehen, die haben aber noch funktioniert. Die haben noch volle Kraft, aber mir hat es halt einfach nicht gefallen. Wenn du die Heckklappe aufmachst, dann schaut es furchtbar aus. Motorhaube vorne war komplett im Eimer. War nichts mehr. Hier nochmal für ein DAS. Professional lackiert vom Georg. Ne, Bremssattel hier. Schau mal, wie schön er das abgeklebt hat. Ja. Schön in Rot. Wunderbärchen. Hast gemacht? Also er fixiert sich das jetzt hier mit dem... Meinst du, das klappt mit der? Ja, ja. Hat den Vorteil, wenn man jetzt auf der Bremse bleibt, dann läuft keine Bremsflüssigkeit mehr nach. So. Ist so ein kleiner Trick, den man sich machen kann. Und dann läuft hier nicht permanent die Flüssigkeit aus. Gut, dann kann man das Auto wieder hochfahren und dann können wir da weiter basteln. Was? Harry Potter? Was für ein Harry Potter? So, jetzt nehmen wir die Rohrzange, damit wir den Handbremsseil. Ich stelle die Kamera wieder hier drüben hin, damit die Leute da reinschauen können. So. Die schauen. Was machst du? Achso, das Handbremsseil, ne? Mach das zuerst raus, glaube ich. Ist, glaube ich, einfacher. Also das Handbremsseil ist hier hinten mitgeführt und da sind so zwei Plastiknasen drauf, die muss man sich ein bisschen zusammendrücken. Dann kann man sich das Handbremsseil rausnehmen, aber erstmal aus der, also die Kugel erstmal rausholen. Ich hätte es mit einer Brechstange gemacht, oder mit Brecheisen.
war das? Achso, das war meine Handyverbindung. Achso, ich dachte, kenne ich gar nicht den Sound. Siehst du das? Kann man sehen? Warte. So, da ja. Ist jetzt die. Warte mal. Da ist der Hebel von dem Bremssack. Da, genau, da ist jetzt die Kugel dahin drin. Die drücken wir uns runter und dann ist das locker. Wie Patrick schon gesagt hat, hier haben wir diese Nasen. Da muss man sie ein bisschen zusammendrücken und dann kann man das rausziehen. Der ist mit im Bremssattel integriert. Und wird nachher da auch wieder eingeführt. Dann muss weiter hinten drücken. Das ist glaube ich nichts. Ja, ist ein bisschen eine blöde Stelle. Aber wenn es mal durch ist, dann. Wie gesagt, ist ja Plastik. Ja, warte mal. Drück du mal, ich zieh's raus. Ja. Absolut. Jetzt ein bisschen leichter. Okay. Die eine Seite habe ich, die andere Seite muss noch drüben. Die untere, ja? Ja. Nur die untere. Mache ich. Na, ich glaube, das ist mit der Zange nichts. Mit der Zange nichts, nehmen wir die andere. Warte mal, ich muss das mal. Zange, jetzt geht auch mit den Fingern. Hast du das schon, oder? So. Hast du das, echt? Ja. Okay. Ja, das Problem ist halt, die ist so auf Zug. Vielleicht doch erstmal den Sattel raus, dann geht es vielleicht ein bisschen rausziehen, okay. Was ich meine. Ja. Aber das geht schon dann. Warte also mal. Erstmal Sattel raus. Die Leitung nochmal. Mach die mal fest oben. Ja. Willst du die rausmachen? Ja, die mache ich raus. Hat so unten auch gereicht, oder? Ja, ist eigentlich egal. Ja, du kommst da nicht so. Ja, du kommst da nicht raus. Ja, hast mehr Platz. Aber wenigstens geht's ja auf. Ja. So. Genau, und jetzt den Sattel, dann kann man das andere auch schön rausbauen. Wie man sieht. Pass auf, der Belag. Genau. Weil die sind neu, ne? Und wenn die runterfallen, ist, dass sie kaputt gehen. Ja, man sieht schon, dass da. Ein bisschen Hitze draufgegangen ist. Ja. Die Dumme muss ein wenig schleifen. Sieht man ein bisschen, ne? Hier diese Ecken, die sind ein bisschen grau geworden. Das muss man ein bisschen anschleifen. Aber das ist noch in Ordnung. Also. Wenn es wirklich kaputt wird, dann würden sie ja vom Träger. Genau, dann würden sie abfallen. Auch runtergehen. So, jetzt kann man sich das hier rausziehen. Das Handbremsseil, das haben wir uns ja schon locker gemacht. Ein wenig bisschen Silikon, brauchen wir Silikon. Ich hole mal Silikon. Ah, habe ich schon. Hast geht du von schon? Alleine jetzt raus. Ja, okay. Habe ich. Beim Draufmachen dann wieder. Habe ich. Das Altteil tun wir hierher. Eigentlich die Bremsscheibe runter und das Aber wenn man euch so zuhört, glaube ich, dass ich wohl vorher es nicht auswärts ist. Nee, das, Silence. Ich habe Pech und der Georg hatte Pech und jetzt das auch. Ich glaube, erstmal bei den Hitzen nicht so geil. Gut, also jetzt nochmal. Also Bremsseil ist jetzt raus. Handbremsseil ist da hinten. Dann machen wir uns noch ein bisschen Silikonspray drauf beim Draufmachen, ja. Dass wir das Gummi nicht einreißen. Hier ist der Bremsschlauch. Den kann man drin lassen, der ist in Ordnung. Ja. Und da kommt ja dann die Leitung drauf. Wie man sieht, jetzt kommt auch keine Flüssigkeit mehr raus, weil wir oben das Bremspedal gedrückt haben. Aber wie man sieht, hier sind sehr viel Schleif, also Bremsstaub, das müssen wir uns wieder neu einfetten. Das machen wir alles schön sauber und fett. Jetzt nehmen wir die Bremsscheibe ab, damit wir das Ankerblech machen. Richtig. Und die Bremsscheibe, die kann man runternehmen, ohne den Sattel zu entfernen. Aber ich glaube, wir müssen den Sattel trotzdem runter machen, wenn du das Ankerblech nicht flexen willst, weil sonst kommen wir nicht rum. Oder kann man, ich glaube nicht, dass man es einfädeln kann. Schauen wir mal. Das werden wir gleich sehen. Schauen wir dann. Machen wir erstmal die Scheibe runter. Das ist ja 30 Kartons gewesen, gell? Ja. Neue Ankerbleche gibt es auch das, ja. Weil die alten sind nicht mehr so geil. Habe ich schon gedacht, wenn schon dabei. Wenn wir auseinandernehmen, dann machen wir es komplett neu. Haben wir ja beim letzten Mal erst gesehen, wie wir zerlegt haben. Die dass andere Seite noch... war schlimmer. Ja, aber schon auch nicht so schlimm. Ja. Siehst du, und das ist jetzt da dahinter. Ja, ja. Also ich hätte es abgeflext, bin ich ganz ehrlich. Und du den ganzen Scheiß halt ausbauen. Das ist echt abflexen. Ist doch wurscht. Worauf wir es nur draufstecken. Ja, dann flex ab. Aber so müssen wir das andere jetzt auch ausflexen, nee. Das ablädt. Ja, das muss man auch rauskriegen. Oder das schneiden wir raus irgendwie. Ja, entweder Flex oder Fuchsschwanz. Jetzt ist erstmal wichtig, ob die Schrauben jetzt aufgehen. Welche Schrauben? Ja, die, wo das Ankerblech halten. Ach so. Im Endeffekt musst du ja nur eine Stelle abmachen, ja, weißt du, was ich meine? Dann kannst du es ja biegen. Aber das muss ja raus.
Wieso? Damit wir drüber kommen. Wieso, wenn du es hier schneidest, so, dann kannst du es einfach zur Seite wegnehmen. Okay. Das meine ich, das ist halt einfach so. Ja, so meinst du, ja. Da haben wir nicht so viel Aufwand. Oder willst du jetzt komplett ausbauen? Dann musstest du den Sattelträger auch ausbauen. Ja. Und die Radnabe, müsstest du ja nicht mal ausbauen, die Radnabe, das geht auch ohne. Ja, komm, dann machen wir den Sattelträger noch runter. Scheiß drauf. Ja. Sattelträger noch runter, und weil dann kannst du es hier drüber ziehen. Genau. Über die Radnabe. Denke ich auch, oder? Müsste du passen. Ja. Da muss man ein bisschen höher und da haben wir viel Zahn. Das ist echt der. Ja, von der Position her, ich hasse das immer. Deshalb schneiden wir einfacher. Ja. Das musst du jetzt wissen. Willst du schneiden oder willst du es rausmachen? Ja, will ich raus. So, Fläche sehen aus wie neu, auf jeden Fall. Ja, wenn du so schleifst und lackierst, sehen die aus wie neu. Häufig gehen die Schrauben raus beim Sattelträger. Da habe ich nicht so die besten Erfahrungen. Ja, das Problem ist, die Schrauben sind nicht das Problem. Eher die Aufnahme von der Vielzahn ist das Problem. Die Schrauben halten nicht raus. Das Problem ist halt, wenn du in die Vielzahn reingehst, dass die gerne rund werden, die Scheißdinger. Und du hast halt wenig Platz auf der Hinterachse, weil da die sind ein bisschen komisch gemacht. Gucken wir mal. Den Eimer kann man ein bisschen wegstellen, weil sonst läufst du da rein. Wäre nicht so geil. Tropft ja nichts mehr. Ja, eben. So, dann kann ich mit der Kamera ein bisschen hier. Warte, ich kann ein wenig höher. Warte mal, ich kann ein wenig höher. Geht schon. Wenn es für dich okay ist oder du willst höher fahren. Also, wenn für dich okay ist, ist okay, weil dann kann ich die Kamera hier hinstellen. Okay. So, warte. Warte, ich hole mal eine längere M14. Mal die Kamera ein bisschen positionieren. Fang mit der oberen an, wenn es geht. Die habe ich jetzt drin. Mit der obere? Mal schauen, was ich brauche für lange oder kurze. Mach ein bisschen Licht noch mit rein. So. Guck mal so jetzt. Kommst du da hin so, oder? Ja, ich komme. Also hier haben wir die Vielzahn hier oben. Na, hier. Und unten ist auch noch eine. Was ist das für eine? M14. M14 Vielzahn. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns die beiden lösen können, weil die halten hier den Sattelträger. Das Handbremse. So. Lass mal gucken, ob das funktioniert. Sind wir nein, ne? Hä? Kommst nicht rein. Dreh es erstmal ein bisschen. Das ist, warte mal. Ich bin gerade überlegen. Der Kopf ist ein bisschen dick. Wir haben ja kein. Das Rohr ist jetzt in Benutzung. Das ist schlecht. So. Ich hätte es ja geschnitten. Wären wir schon fertig. Ach, das bin ich noch schon rum. Er will es wieder rausdrehen. Wieder voll motiviert. Oder? So. Ja, am besten mit dem Drehmoment schlüssel ich das besser im Kopf. Nein. Das machen wir nicht. So, hi Patrick 2, servus, Patrick E30. Ist das Georgs Audi? Ja, das ist Georgs Audi. Wir haben letzte Woche im Stream festgestellt, dass der Bremssattel fest ist. Den werden wir uns nachher mal ein bisschen zerlegen, damit wir mal reinschauen können. Und wir machen jetzt gerade neue Bremssattel. Müssen jetzt hier an den zwei M14 Schrauben, wollen wir uns hier den Sattelträger ausbauen, weil wir die Ankerbleche neu machen, weil die auch nicht mehr so sexy sind. Dazu versucht der Georg gerade irgendwie da reinzukommen. Kraft drauf zu bringen. Achso, machst du jetzt mit Winkel. Schauen wir mal. Platz ohne Ende, oder? Ja. So, muss man richtig drehen. Andere Richtung. Genau. Ja, schauen wir mal, ob du die Kraft drauf bringst. Nicht wirklich. Ja.